In den Sommerferien heißt es für viele Familien ab in ferne Länder oder einfach die Zeit zu Hause genießen. Für alle Daheimgebliebenen gibt es in Chemnitz allerdings auch viel zu erleben. Wie hier in Flöha an der Zschopau. Hier wurde ein Zeltcamp aufgebaut, um den Schülern in den Ferien eine spannende Zeit zu bieten. Die Verreiser der Kindervereinigung Chemnitz organisieren jedes Jahr auf dem Gelände des Kanusportvereins Flöha Ferien-Kanu-Camps für Schüler im Alter zwischen 10 und 14 Jahren. Arndt Hecker, Pressesprecher der Kindervereinigung in Chemnitz, weiß, was das Feriencamp ausmacht. Tja, dass sie abends eben wirklich im Zelt schlafen, in diesen Jurten, die sie hinter uns sehen, dass sie tagsüber mit dem Kanu unterwegs sein können, dass sie wandern gehen können, dass sie abends ein Lagerfeuer machen können, alles das, was Kinder und Jugendlichen eigentlich so fetzt in dem Alter. Mit Hilfe der Sächsischen Kanuschule und Kanu Feist können die Kinder in 7 Tagen Aufenthalt den richtigen Umgang mit dem Boden lernen und sich auf zahlreiche spannende Ausflüge freuen.